Die Fantasie der sich berauschen wollenden Jugend kennt offenbar keine Grenzen. Der neueste Trend zum schnellen Rausch nennt sich Wodka-Tampon. Wir haben beim Drogenbeauftragten des Landes Vorarlberg, Primar Dr. Reinhard Haller, nachgefragt, ob diese Form des Berauschens auch schon im Ländle angekommen ist und welche Gefahren sie beherbergt. Es wird auch in Deutschland darüber diskutiert, ob das tatsächlich auf Realität beruht oder ob das Ganze nur ein Gerücht ist. Tatsächlich könnte man natürlich Alkohol wie auch andere psychotrope Substanzen auf verschiedenste Arten und Weisen zuführen, auch vaginal bzw. rektal. Wir haben dort sehr empfindliche Schleimhäute, die solche Substanzen aufnehmen würden. Dieser Effekt wird ja auch genützt bei Zäpfchen in der Medizin. Aber es macht das Ganze natürlich wenig Sinn, weil man kommt ja letztlich um den Genuss des Alkohols. Wozu soll man Wodka nehmen, wenn man ihn nicht über den Mund, über den Genuss sozusagen sich gibt? Das Ganze hat offensichtlich nur den Effekt, dass man sich rasch berauschen will, also dass man die Rauschwirkung in kürzester Zeit sucht. Man muss allerdings auch bedenken, dass der Wodka natürlich an diesen empfindlichen Stellen auch entsprechende Nebenwirkungen unter Anführungszeichen entfaltet, also die Scheidenflora zerstören könnte, die Schleimhäute schädigen etc. Und dass natürlich die Kapazität sehr begrenzt ist. Über einen Tampon kann ich naturgemäß keine sehr großen Mengen Alkohol zuführen. In Deutschland gab es bereits Meldungen über Jugendliche, die nach dem Konsum der alkoholgetränkten Tampons in Lebensgefahr schwebten. Alles nur ein Gerücht? Das ist schwer erklärbar. Es kommt hier natürlich immer darauf an, ob ein junger Mensch bereits Alkohol erfahren ist. Dann genügen manchmal ja geringere Mengen, damit er bereits benommen ist oder gar ins Koma fällt. Bei einem trinkerfahrenen Konsumenten, und ich glaube, derjenige, der sich Wodka-Tampons zuführt, der ist natürlich kein Neuling auf diesem Gebiet, glaube ich nicht, dass es damit gelingen kann, lebensbedrohliche Berauschungen zu erzeugen. Der Effekt, den man erreicht, ist eine rasche Berauschung, die aber auch nur kurz anhält.